Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles X. Und ich habe mir zwischendurch mal den lieben Fry mal wieder dazugeholt, damit er uns mal in der nächsten Mission unterstützt. Wir sollen noch eine Deluxe-Sicherung zusammensuchen für einen Manon, der Ersatzteile braucht. Und dazu müssen wir nach Oblivia einige von diesen Pugilitenviechern plätten. Die Frage ist nur, wo die nochmal waren. Ich glaube, die waren da im ganz südlichen Bereich. Genau, bei Fort Mesa. Fällt mir erst jetzt ein, dass das eigentlich ein Name von einer Dings war, von einer von denen bei. Also heute will es nicht ganz raus aus mir, ne? Nicht Portal. Half-Life. Genau. Ready? I'm going to go valedictorian on you. Open fire! Superior Decoy round. I won't miss this chance. So, in letzter Zeit habe ich zwar relativ, ja, für uns unbekannte Leute mitgenommen die ganze Zeit, aber die wollen wir auch ein bisschen fördern. Frage ist jetzt nur, um welchen kriegen wir jetzt tatsächlich diese Sicherungen? Von den großen Pugiliten oder von den kleinen? Okay, wir machen jetzt einfach mal die großen auch. Zum Glück sind wir ja recht stark hier. Wow, nice. Okay, der hat ganz schön Damage gefressen, aber ist immer noch nicht tot. Dann kommt hier mein Superschnitzelangriff. Bam! Da haben wir schon eine Deluxe-Sicherung. Alter, das ging schnell. Das ging schnell. Eine richtig lange Mission, ne? Unglaublich. Ich möchte mal kurz nur den Hintergrund erklären, warum ich überhaupt Fry jetzt dazu geholt habe. Einmal, weil er ein richtig geiler Ficker ist und ich finde ihn einfach cool. Und andererseits, wenn man Missionen abschließt, während man mit Leuten unterwegs ist, dann baut das Harmonie auf, also die Beziehung mit den Charakteren, und das erleichtert uns die Annahme von verschiedensten Harmoniemissionen. Und das ist halt ebenfalls Hintergrund bei der ganzen Geschichte. Also nicht wundern, wenn ich immer mal wieder alle möglichen merkwürdigen Leute dabei habe. Zum Beispiel Bose nehme ich demnächst auch mal mit, unserem rassistischen Sensei, damit wir einfach mal den ein bisschen besser kennenlernen. Ne? Weil irgendwie interessiert mich ja schon, warum der so eine Abneigung gegen die Leute hat und so. Ja, erstmal sagen wir dem Typ da, halt Stopp. Ihr steht hinter mir, ja, ich bin der Anführer, ja, ich bin der Auserwählte. So, gehen wir zu Sostenasa mit seiner komischen Maske hier. Ja, wir haben aber alles dabei, Junge, wir haben alles dabei. Junge, das hast ja keine Ahnung, wie wir drauf sind. Wir helfen dir gerne. Verrührt. Ja, mehr Respekt für die Maschinchen wäre doch toll. Weil dann funktionieren sie länger und dann muss man sie nicht ständig wegschmeißen. Also liebe Leute, ne, das ist die Nachricht des Tages. Schmeißt eure Geräte nicht weg, sondern versucht sie zu reparieren. Okay, also der eine mehr bodenständig, der andere ein bisschen hochnäsiger. Ja, wir können da nochmal die restlichen Teile für dich suchen. Wir wollen dich ausnützen. Ja, wir sollen uns einfach gegenseitig helfen. Ganz einfach.
Ja, das ist doch ein Anfang. Und sag mal an, was für Teile du denn so brauchst. Okay, wir brauchen eine Fiolne Honigöl von den Kupferzinkulae in Primordia. Okay. Crazy stuff going on. Ansonsten auch noch Windscheibe in der Osttorschleppe in Primordia. Okay, alles in Primordia anscheinend. Eins wird mir zumindest mal markiert. Ich weiß jetzt zwar nicht, welches von den beiden Dingern das ist, aber das werden wir dann rausfinden. Das ist ein wenig östlich von NLA, also gar nicht mal so weit weg. Können wir da relativ gechillt hin. Auch keine gefährliche Gegend. Fragt sich jetzt nur, was das so speziell ist an dem Ganzen. Ah, man muss das hier aus einem Container bergen oder sowas, ne? Ja, Tatsache. Tatsache. Hallöchen. Dann nehmen wir das mal mit. Eine alte Windschutzscheibe mal mitgenommen. Ja, die Frage ist, wo ist das andere Gerät? Wir wissen da nur noch von Kupfer. Entschuldigung, Zinikulai in Primordia oder anderen Zinikulai. Okay. Frage ist, wo waren die nochmal? Das ist jetzt natürlich die Frage. Meine Überlegung ist jetzt, wir hatten doch vorhin, glaubt, ähnlich in der ähnlichen Gegend. Irgendwo hatten wir hier nochmal diese zinikulale Viecher. Und gucken wir mal, ob wir die jetzt direkt wiederfinden. Ich meine, das war sogar hier irgendwo. Wenn wir Glück haben, dann finden wir nochmal ein paar von denen und können denen direkt das Material abluchsen. Oder vielleicht wissen wir ja schon, wo es die gibt. Vielleicht habe ich die sogar mal gehabt. Enzyklopädie. Nach Region. Primordia. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Weil die Zinikulae, die habe ich nie richtig gejagt. Aber Glück haben. Finden wir aber welche. Kula. Ich kann mir nie die Namen richtig merken von den Viechern. Also wie es aussieht, wäre den Kupferversionen noch nicht begegnet. Beziehungsweise ich sehe es ja noch nicht mal hier. Ah, hier. Junge, zankige Zinikula und die Junge. Allerdings haben wir noch keine von diesen Kupferviechern gefunden. Was mich jetzt ein bisschen verwundert, ne? Weil die müssten dann ja eigentlich auch in dem Bereich irgendwo sein. Also von der Enzyklopädie. Auf einem anderen Kontinent werden sie ebenfalls nicht angezeigt. Also ist es echt die Frage, wo die Viecher sind. Naja, machen wir uns mal ein bisschen auf die Suche. Wenn wir Glück haben, finden wir die. Und wenn ich ganz klug bin, dann gehe einfach mal schnell zurück zu meinem Skell. Und gehe mit dem Skell mal ein bisschen unterwegs. Weil dann wären wir auch schneller unterwegs und könnten mehr Fläche abdecken. Das wäre doch mal eine Idee. Hey, ich bin die personifizierte Sammelwut. Echt geil. Okay, was bist denn du für einer? Warte, ist die schon mal Ziel gewesen von einer meiner Mission? Weiß nicht. Auf jeden Fall sind die Kleinen da ein Ziel von einer meiner Mission. Ready? Game on! Wundert mich, dass ich jetzt zufällig mal wieder ein Ziel meiner Mission finde. So. Ah, bleibst du stehen. In der Nähe von meinem Skeller auch noch Rast zu machen. Der hat Nerven. Sieht aus, als ob wir ein paar Leute angelockt hätten. Alles nicht. Alles halt so schlimm.
So, warum haben wir jetzt die ganzen Titties getötet? Ich weiß es nicht. In jedem Fall sollten wir die kaputt machen. Waren anscheinend Ziel von einer Mission von uns, die ich irgendwann mal aufgenommen habe. Naja, kann nicht schaden, die Platz zu machen. Und hier gibt es ja genug. Ah, da sind noch ein paar. Da ist ja noch was. Na, nicht abhauen. Mensch, jetzt hab ich euch den gar nicht angreifen können. Sweet. So, ich weiß nur immer noch nicht, wofür ich die eigentlich platt mache hier. Wie war's, wenn man mein Skill mal endlich wieder zum Einsatz kommt, ne? An die Arbeit. Kaputsch! Außerdem wollte ich mal wieder das Battle-Theme hören, einfach was man hat beim Skell. Swag! Oh, das muss mega wehtun. Ja, die Frage gewesen, wo sind immer diese komischen Zenicula-Viecher da? Aber wie es aussieht, haben wir schon ein Objekt unserer Begierde gefunden. Das sind ja die Kupfer. Ha! Perfekt! Hau mal weg das Ding! Sagt, ich mag es irgendwie sehr, dass man hier beim das Skell kämpfen ein anderes Battle-Team hat. Ich bin auch auf die ganzen Harmonie-Missionen gespannt mit Mordrin und Fry. Fry haben wir ja schon gut im Gedächtnis behalten, aber Mordrin hat eigentlich einen ziemlich schlechten Eindruck hinterlassen direkt am Anfang. Ah, leider habe ich nur eine von diesen leeren Fähigkeiten und ich habe auch keine gelben. Keine grünen, meine ich. Steht total auf die Battle Teams hier. Erinnert mich immer an Persona, und Persona habe ich persönlich geliebt. Oh, eigentlich soll ich jetzt was anderes einsetzen. Mega Schwert! Oh, und ich verfehle! Oh, und ich verfehle! Oh, shit. Das habe ich jetzt ein bisschen zu früh eingesetzt. Ich find's echt, manche von den Teams sind einfach genial. Los! Kaputt mit dir! Ah, Team Attacks und so. So. Allerdings haben wir jetzt nur irgendwelche komischen Panzer bekommen. Nicht das, was wir suchten. Aber immerhin haben wir mal einen von diesen Kupferviechern gesehen. Allerdings nur eins davon. Jetzt keine Kolonie oder irgendwas. Frage ist, ob es da irgendwo ein paar mehr von denen gibt. Halt, da war noch was. Ah, das sieht aus, als könnte es noch einer sein. Ha! Super!
gar nicht gedacht, dass wir sie so gut finden. Ich gedacht, das finden wir gar nicht. Aber ich habe schon mich irgendwie erinnert gehabt, dass da irgendwie in der Nähe was gab. Ich hatte noch, auf den Weihnachtsmann, beziehungsweise greift man lieber seine Füße an und wartet dabei auf das Cooldown von meinen Angriffen, bis es vorbeigeht. So, jetzt kann es losgehen. Ich habe ja die tolle Fähigkeit, hier einmal Thermoshock und hier einmal Brandstifter und bam, 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 Damage raushauen. Ich antworte zu jeder eurer Anfragen. Okay, außer den Grünen. Ich habe keine kaum grüne Fähigkeiten. Lass mal das gleich mal. Ah, ich kann auch so einen Schweif noch angreifen. Ja, markiert. Ah ne, ich habe jetzt ein Bein markiert. Also jetzt bringt nichts. Ultraschlag! Boom! So. Und jetzt noch einmal raufhauen und BAM! Damage raushauen. Wie, der ist noch nicht tot. Wollte schon sagen, hier, das stimmt doch was nicht. Ach, jetzt jammert der junge Krex da rum. Den hauen wir doch gleich weg hier. Bam. So, ist da was dabei gewesen für uns? Müssen wir mal gucken. Sind denn nur irgendwas Panzermäßiges? Honigöl von den Viechern. Ja, komischerweise haben wir wieder nichts bekommen. Jetzt haben wir schon das zweite geplättet. Und da ist auch Nummer 3. Aber so wirklich was gefunden haben wir noch nicht. So. Was ich auch immer ein bisschen beachte bei den Kämpfen, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, ist, dass ich ziemlich genau darauf achte, was meine Teammates denn so rausbrüllen. Welche Fähigkeiten ich denn gerade benutzen soll. Deshalb warte ich immer ein bisschen, weil dann kommt immer eine Anfrage, wie jetzt zum Beispiel. Und dann benutze ich eine Fähigkeit, die gerade zur Situation ganz gut passt. Und dann warte ich auf den nächsten. Oder mach einfach mal. Wie jetzt zum Beispiel. Der jetzt in dem Fall wieder eine lilane Fähigkeit gebraucht. Warum mache ich das? Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass die Harmonie dadurch relativ schnell steigt. Und weil ihr bestimmt schon gemerkt habt, es gibt einige Charaktere bei Xenoblade Chronicles, mit denen man sich verbindet, wird es schwierig, sich auf nur ein paar Charaktere zu konzentrieren. Deshalb versuche ich das immer ein bisschen auszuweiten, indem ich halt richtig viel besonders darauf achte, dass solche Geschichten halt immer funktionieren. So, jetzt kommt wieder der Thermo-Angriff. Madras lässt sich ganz schön wegquetschen. Ein bisschen aufpassen. Und hier einmal. Bam, bam, bam. Wow, nice. Volle Damage rausgehauen hier. Also nur zum Beispiel merke ich, benutze meine Fernkampfangriffe, also meine Kanone, die benutze ich extrem selten. Jetzt habe ich dann natürlich wieder keinen Schuss bereit. Und wir waren auch noch nicht so viel Damage, wie ich das gerne eigentlich machen würde zu dem Zeitpunkt. Also es liegt vor allen Dingen daran, dass wir noch ein bisschen in der Experimentierphase sind, was Klassen betrifft. Das soll sich dann irgendwann bessern nach Randy. Und wow, die Leute sind tot. Ich würde gerne einen wiederbeleben. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Wiederbeleben. So. Schnell noch den anderen helfen. Ach stimmt, man verbraucht ja dafür diese Punkte. Ah, stimmt. Da war ja was.
Okay, Madris und Dings lassen sich ganz schön wegklatschen. Dann mache ich das hier an einem schnellen Ende. Ah, stirb doch endlich. Wie will ich sterben, ne? Ich hab's mit Acht und Kraft noch alleine geschafft. Aber wieder nur Panzer bekommen und irgendwelche komischen... Ah, okay. Ich weiß nicht, warum wir das nicht droppen, ne? Ich bekämpfe eigentlich das richtige Viech. Aber komischerweise kommen wir das nicht gebacken hier. Hm. Ich gucke auch immer wieder auf die Uhr und ich sehe, jetzt haben wir eigentlich wieder eine gute Zeit lang rumgesucht. Und ich frage mich allmählich, ob das nicht eine Lüge ist, ne? Dass wir hier wirklich uns zu Tode suchten werden. Hm. Komisch, komisch. Ja, gucken wir nochmal auf der anderen Seite von dem Hügel da. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar. Oh, Meranium müsste ich mal verbrauchen. Ich kämpfe mal ein bisschen mit meinem Skell. Weil dann dauert es nicht so lange hier. Boom. Da geht es ein bisschen schneller und meine Teammates sich verrecken nicht ständig. Sagt, unser Skill ist im Vergleich zu normalen Angriffen um einiges besser. Ich kämpfe aber trotzdem noch sehr gerne ohne Skill, weil man dann so einfach ein bisschen merkt, wie man im Laufe der Zeit ein bisschen stärker wird. Und die Gegner mit der Zeit immer besser und immer leichter platt macht. Allerdings muss die Ausrüstung entsprechend auch noch stimmen und sie stimmt halt im Moment noch nicht. Also ich bin als Einziger, glaube ich, gut ausgestattet. Ah, jetzt haben wir irgendwelche Kiefer, irgendwelches Sekret und ziehen. Oh, und wir haben immer noch nicht das Item bekommen, das wir brauchen. Hm. Eventuell mache ich das offscreen. Aber da haben wir den nächsten. Probieren wir nochmal unser Glück. Ansonsten, wenn das nichts wird. Dann frage ich mich ein wenig, was ich mir hier falsch mache. Oh, und jetzt hier einmal fett mit dem Schwert draufhauen und... Oh, natürlich hat es geklappt. Ah, endlich komme ich mal auch zu ein paar Zurufen bzw. Angriffen. Sagt uns, die Hintergrundmusik finde ich einfach richtig stark. Ganz Übergänge und alles. Ich habe mir auch mal das Soundtrack mal komplett reingezogen. Und darunter gibt es auch ein paar deutsche Songs, wie zum Beispiel Wir fliegen. Ist allerdings ein Theme, das man jetzt nur beim Overdrive bekommt, nämlich das ist genau der Song, der jetzt im Moment spielt. Und den kriegt man nur so halber mit. Vor allen Dingen hat er einen langen Aufbau, bis der mal losgeht. Also sich eigentlich nur für Boss Battles. Game
Man hat es ganz kurz gehört, glaube ich. Oh, und wir haben wieder nichts bekommen. Das kann ich nicht. Das glaube ich langsam nicht, ne? Wir haben jetzt das bestimmt fünfte Viech gekillt. Das fünfte von denen. Und es ist immer noch leider nichts dabei. Hm. Kurios, kurios. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Oder ob wir was falsch machen. Oder ob es einfach nur ein extrem seltenes Item ist. Ich glaube eher, das ist ein extrem seltenes Item. Schauen wir mal. Einen will ich noch versuchen, wenn wir noch einen zu Gesicht bekommen. Das ist die Frage. Der ist allerdings ein Boss zum Beispiel. Der da. Der große da. Den würde ich eigentlich gerne machen. Genau. Den würde ich jetzt gerne mal machen. Das Fesseln im Prinzip, das bringt einfach nur, dass meine Teammates, während ich den Gegner am Fesseln bin, ganz gechillt angreifen kann. Ja, sehr schön. War auch tatsächlich eine Quest und haben wir jetzt relativ gechillt gemacht. Gut, war auch noch ein Level 13 Tyrann, also jetzt nichts Weltbewegendes. Aber was mich nach wie vor beschäftigt, und das ist halt immer noch diese Thematik hier, mit diesen Zeniculae, oder wie die heißen. Ich hatte eigentlich schon 5 von denen besiegt, aber wir haben immer noch keine von diesen Mats, die wir eigentlich bräuchten. Was wir allerdings haben, ist ein wunderschöner Ausblick auf eigentlich ganz Primordia. Und ich meine, mit diesem schönen Ausblick können wir den Part auch beenden. Ich mach mal offscreen mich auf die Suche nach dieser Fiole Hönigöl. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Xenoblade Chronicles X. Würden dann die Mission einmal abschließen und mal gucken, was dann noch so alles auf uns wartet. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.